euer Einverständnis setze ich jetzt einfach mal voraus. Das ist jetzt der kürzeste Weg. Da wird man schon irgendwas finden. Vielleicht wird man ja auch eins mehr Schiffe. Ich meine, 2,5 Kilometer wird man wahrscheinlich an ein Schiff vorbeikommen. Ich sehe zwar noch keins, aber irgendeins wird schon kommen. Oh Gott, du. Es kommt tatsächlich kein Schiff. Was ist denn da los? So ein Feiertag hier, oder was? In River Plate? Das ist schon ein bisschen eigenartig. So, wo können wir denn hier vor Anker gehen? Ach da, alles klar. Noch ein bisschen Gas geben hier. Jetzt aber. So, jetzt schön nah dran, dass der Chef nicht schwimmen muss. So. Jetzt haben wir hier auch schon die erste Kiste. Treibgut wäre toll, aber es ist ja leider kein Treibgut. So. Wie hieß denn diese Insel? Habe ich gerade was von Twin Peaks gelesen? Twin Peaks, das ist auch so eine Serie, die muss ich unbedingt noch gucken. Hörst du nichts Schlechtes drüber? Nur Gutes. Und es ist aus den 90ern. Also dafür, dass eventuell eine Serie schon so alt ist und nur trotzdem nach wie vor, trotz der ganzen Zeit, positiv drüber berichtet wird. Was sind der Kunde? Da. Sehr gut. Das macht mich schon neugierig. Twin Peaks. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Hier, alles klar. Jetzt bin ich mal gespannt, was es alles auf der Insel gibt. Weil, wie gesagt, wir brauchen in erster Linie... Na, wie heißt's? Richtig. Rohstoffe. Beziehungsweise Baumaterialien. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das hier irgendwo auf der Karte finden. Überfallen wir die Insel mal schön im Dunkeln. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, wir können jetzt hier hinterlaufen. Jetzt haben wir auch viel freigelegt, alter Schwede. So, schauen wir mal hier rein. Wir haben jetzt hier einen Wohlstandspunkt. Das wäre durchaus... Außenposten. Voll! Sehr gut. Hier geht's mal direkt hin. Und wenn wir schon mal auf dem Weg darunter sind... Warte mal. Ah, krapschen wir uns erst das? Ich weiß nicht. Doch, wir gehen erstmal hier hin. Doch, ich will erstmal. Das ist so weit, nehme ich nicht weg. Das will ich mir jetzt gleich holen. Und dann haben wir noch einen vollen Außenposten. Sehr gut. Ah, da klingelt's wieder an der Kasse. Da klingelt's an der Kasse. Da freue ich mich jetzt drauf. Sehr gut. So. Alter Schwede. Aber die können wir umgehen. Die können wir umgehen. Das stört mich jetzt hier nicht besonders. Sonderlich. Nein. Wir können sie nicht umgehen. Doch, wir können sie umgehen. So. Stehen jetzt hier Wache? Ja, stehen hier Wache. Auch wenn ich hier außen drum herumlaufe. Bin ja jetzt noch nicht im Sperrgebiet drin. Da kann ich tatsächlich da hochlaufen. Ich fasse es nicht. Das sind ja mal Sicherheitslücken par excellence. Sehr gut. Wenn das mal nicht smooth und flüssig ging. Ups, da ist ja noch einer. Mein Fehler. Bin schon weg. Denke nicht, mein Freund. So was wird es jetzt nicht hier geben, bis er auf mich schießt. Der hat ihn jetzt aber ganz schön lange hingemetzelt. Der hat ja regelrecht Gazpacho draus gemacht. So, jetzt auch. Bäm, Junge. Einmal draufgehauen und schon haben wir Folgendes in unsere Taschen eingesteckt. 44 Holz, 6 Metall, 16 Stoff. Sehr gut. Ja, doch, da kann ich zufrieden sein. Oh, Schiffsverbesserungen sind so verfügbar, aber nicht die, die wir brauchen. Es ist einfach zu wenig Metall. Nach wie vor.
Es müsste besser sein, das oder mehr zumindest. Boah, sag mal, der Hund wird nicht bellen, ne? Braver Dackel, nicht Dackel, Baldi. Baldi wollte ich sagen, nicht Dackel. Ist natürlich jetzt bellt. Wuff, wuff, sind tot. Wuff, wuff. Ich habe meinen Job nicht richtig gemacht. Wuff, wuff. So, die Jungen gehen wir auch und am besten hier oben. Die Dödel. So. Und jetzt machen wir uns direkt auf hinten zu. Wie ist das nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Das hieß Außenposten, genau. Ach, schön. Ich freue mich. Komm schon. Manchmal gibst du dir nicht so viel Mühe, wie du dir geben könntest. So. Okay, es sind aber schon ein paar Meter. Schnellreise ist ja hier nicht machbar. Bis dorthin. Weil da unten ja, glaube ich, kein Aussichtspunkt, oder? Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Gab es hier die Möglichkeit der Schnellreise? Nee, gab es nicht. Oder? Sehe zumindest nichts. Nee, gab es nicht. Da müssen wir tatsächlich den Viertelkilometer noch runterlaufen, aber das werden wir ja wohl hinkriegen. Das ist übrigens jetzt schon eine relativ lange Aufnahmesession, in der ich mich gerade befinde. Wir sind jetzt schon bei... Ja, wir gehen jetzt auf 2,5 Stunden zu. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal, also jetzt nur für mich, für euch ist das relativ uninteressant. Ihr bekommt jeden Tag ja immer eine Folge. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt noch hier, noch eine Viertelstunde. Also im Außenposten machen wir noch. Den Außenposten machen wir noch, das ist okay. Das ist die Frage, wie kommen wir da jetzt rein? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht so aus, als wenn es gewollt wäre. Bin auch gespannt, was wir hier jetzt erwarten können. So. Wie war denn das mit dem Außenposten? Brauchen wir... du siehst mich nicht. Komm, ich leg mal schlafen. Hey, die Fresse. So. Ist wichtig, dass die ruhig sind, weil die hatten doch hier auch irgendwo Glocken, ne? War das nicht so? Dass die hier die Möglichkeit hatten, Alarm zu rufen? Ich sag, es ist gefühlt alles schon wieder so ein bisschen her. Alles schon ein bisschen, da hinten ist er. So, das ist der Schlüsselmeister und den gilt es so lange zu kitzeln, bis er den Schlüssel rausgibt. Gut. Scheiß Ding können wir uns auch im Nachgang holen. Das, was ich gerade am dringendsten brauche. Das Ding können wir uns auch im Nachgang holen. So, mein Freund. Das tut mir echt leid. So, jetzt habe ich doch den Schlüssel, oder? So. Feige Sau hier, einfach Verstärkung rufen. Bam, Junge! So. Och nein. Na, das schien mir jetzt ein bisschen anstrengender zu sein. So, also nochmal. So, du hast den Schlüssel und genau diesen hätte ich gern. So, und jetzt... Jetzt mache ich mich dahin. Und ich gebe zu, ich rauche euch aus. Das ist natürlich keine. Das ist nicht die beste Charaktereigenschaft, die ich an den Tag lege, aber ihr wisst, wir brauchen das. Sehr gut. Oh, es läuft so flüssig. Es läuft so flüssig, ich freue mich richtig. So, und dann haben wir das auch geplündert, weil die ziehen ja immer irgendwann um, ne? Du hast ja irgendwie, so, glaube ich, nur so eine bestimmte Zeit, die dir tatsächlich das Lager, was aus der Zone entkommt. Metall 11. Boah, auch das könnte mehr sein.
Ich weiß, ich dürfte mich eigentlich nicht beschweren, aber eigentlich könnte es ja mehr sein. So, und damit sind wir auch aus der Zone raus. Genau. Was haben wir? Puh, Elfenmetall. Ah, es ist... Alter. Wieso ist denn das Metall so selten? Ich meine, das brauchen die anderen doch genauso wie wir auch. Oder etwa nicht. Hasse dich. So, ein Brief haben wir noch bekommen. Ach nee, Twin Snake Path ist es gewesen. Alles klar, nicht Twin Peaks. Achso, dann guck mal, was wir in dem Brief haben. Der erste koloniale Assassine. Von 1740. Mentor. Ich bin in den britischen Kolonien hoch im Norden eingetroffen. Zwar macht mich das ein bisschen traurig, dass ich euch nie wiedersehen werde und auch nie mehr aus eurem weisen Rat Nutzen ziehen kann, doch freue ich mich auf die Herausforderung, hier eine Bruderschaft zu gründen, die der von euch in Tulum gegründeten gleichkommen soll. Doch habe ich etwas Unerwartetes entdeckt. Ich bin nicht der erste Assassine in diesem Land. Ich habe oben im Norden in Arkadien einen Mann namens John de la Tour kennengelernt, der aus einer mächtigeren und etablierten Familie stammt. Er behauptet, Anweisungen vom Assassinenrat in Frankreich zu erhalten. De la Tour versucht, ein Netz von Informanten aufzubauen, mit der Absicht, potenzielle Bedrohungen für die Kolonien leichter identifizieren zu können. Er hat eine Theorie, dass es in der neuen Welt sehr wahrscheinlich Stätten und Artefakte der Vorläufer gibt. Und obwohl ich vermute, dass die Templer irgendwann ohnehin hier eintreffen werden, um sich ihren Anteil an den natürlichen Rohstoffen zu sichern, sollte sich hier ein Überbleibsel der Vorläufer finden, würden sie wie Blitz und Donner über die Kolonien kommen. John hat die Absicht, sie zuerst zu entdecken, während er eine Bruderschaft aufbaut, um sie zu schützen. John de la Tour ist ungestüm. Er lenkt Aufmerksamkeit auf sich und eine Zeit lang habe ich geglaubt, er werde die Bruderschaft ganz sicher kompromittieren. Doch ich habe mich geirrt. Sein Charme täuscht und er versteckt sich ganz offen hinter einem Lächeln. Die Leute wissen, dass er reich und gefährlich ist, aber sie bekommen keinen Augenblick Zeit, um die Frage nach dem Warum zu stellen. Trotzdem, er ist unglaublich arrogant. Als wenn es hier um mich geht. Weißt du, immer vor einem Lächeln, aber das ist eigentlich gar nicht so mein, arrogant. Das ist wie, als wenn die mich hier beschreiben würden. Ich mag ihn. Siehst du? Aber ich traue ihm nicht. Ich frage mich, ob wir in der Lage sein werden, zusammenzuarbeiten. Euer Schüler Achilles, Norfolk, Virginia. Jo. Sehr gut. So, also das Ding haben wir jetzt... Gut, den Brief müssen wir jetzt nicht weiter kommentieren. Wir haben hier die ersten Hinweise schon mal auf Frankreich nach wie vor noch. Also darauf wird es ja auch letztlich hinauslaufen, dass das ganze Spiel dann wahrscheinlich so die Brücke schlägt zwischen den Geschehnissen hier drüben in Amerika und den Geschehnissen dann in Frankreich. Aber das werden wir dann hier im weiteren Spielverlauf sehen. Okay, also das haben wir gelootet. Und das heißt, wir können jetzt eigentlich... Kann ich hier Fluss überqueren? Nee, komm ich nicht mit Schnellreise hin. Den hier. Den Wohlstandspunkt nehme ich noch natürlich mit, wenn wir den schon mal zur Verfügung haben. Die 230 Meter, die laufen wir noch ab, gehen zum Schiff und dann ist Schicht im Schacht. Das reicht dann erstmal. Kaninchen! Survival! Vorrat! Knochen! Hasenfell! Was man damit alles machen könnte. Uiuiuiui. Ja, ist ja gut. Ich bin ja schon weg. Ey, Leute. Echt. Ihr tut euch doch selbst keinen Gefallen, wenn ihr euch mit mir anlegt. Ich meine, was soll's denn werden? Echt. Unterm Strich, was soll's denn werden? Ihr könnt zu 7, ihr könnt zu 8 kommen. Es macht doch keinen Unterschied. Es dauert nur etwas länger. So. Gut, das... Das war doch das Knurren eines Wolfes. Aber wie gesagt, da beschäftigen wir uns später damit. Kommen wir da überhaupt hin, wenn ich jetzt hier lang gehe? Das macht irgendwie gerade nicht so viel Sinn. Wo war denn der Wolf? Der Knurren, da. Den nehmen wir natürlich noch gleich mit, weil dann kann er uns wegen der auch nicht in den Rücken fallen.
Weil sie sind ja immerhin Jagdtiere und Fleischfresser, das heißt, die könnten uns auch unangenehm aufstoßen. Na, hier kommen wir tatsächlich selber hoch, ich fasse es nicht. So. So, Wohlstandspunkt. Auf Schiff und Ende Gelände. Komm, komm, los. Der Dennis bekommt langsam Hunger. Dennis möchte gerne Pause machen. Dennis möchte gerne auf Schiff. Eigentlich habe ich das Schiff nicht gerade hier schon gesehen. Da kommt noch ein Prinzip. Ah! Alter! Da war ja also noch einer. Ich verstehe. So, okay. Ja, ich weiß, das ist nicht die feine englische Art, aber es war halt zwingend notwendig. Ihr habt es gesehen, es war nur Notwehr. Hier laufen aber ein Haufen Leute rum, ey. So, ja, nee, renovieren. Ich bin nicht so wahnsinnig und jag jetzt mein ganzes Zeug für Renovierung über den Jordan. Das machen wir natürlich nicht. So, alles klar. So, jetzt geht's auf Schiff. Dann wird kurz hoffentlich zwischengespeichert. Ja, das Speichern zu schon. Sehr gut. Sehr schön. Bejubelt mich nochmal für dieses tolle Let's Play. Und dann geht's dann auch schon dem Ende hin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns mit Sicherheit morgen wieder. Bis dahin, Tschüssikowski, ihr feinen und wahrscheinlich äußerst attraktiven Leute. Tschüss.